Ich grüße euch, liebe Dampfer, Dampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Ich hoffe, ihr seht mich. Ich stelle euch ein neues Liquid vor, und zwar eins, das ich in letzter Zeit so gefeiert habe. Also die Flasche ist hier, ja, noch viertel voll. Und zwar das Graham Slam, und zwar das Golden Slam. Kommt von Mama Sun, das ist ein Hersteller aus der USA, also USA. Ja, ich habe das auf der Messe in Braunschweig mitgenommen. Kommt natürlich in so einer 60 ml Flasche, da sind 50 ml Liquid drin. Und dann kippt ihr da einen Nikotinshot rein, dann seid ihr bei 3 mg oder 10 ml Base und dann habt ihr 60 ml Liquid. Ich habe das dort probiert und dachte, Alter, geil, wenn das so wirklich in meinen Tank schmeckt, Hammer. Und das ist wirklich, also ich finde das so lecker, ich habe das nacheinander weggezogen. Ich werde euch genau sagen, was das ist, und zwar süße Cerealien oder süßer Cerealienkeks mit cremiger frischer Milch. Ich finde Hammer an dem Ding, du hast da wirklich so diesen, ja, Waffelgeschmack, aber der geht eher so in Biskuit-Richtung, also das beschreibt es ein bisschen besser, also so keksartig, irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Und dann kommt da noch so ein Milchgeschmack mit. Und dieser Milchgeschmack, der ist so abgerundet, so vollmundig auch, dass das Liquid einfach, ja, so richtig dieses Kauengefühl schafft. Also ich finde es mega lecker. Und dann haben sie dazu geschrieben, noch so ein buttriger Geschmack, der durch den Keks entstehen soll. Das nehme ich auch wahr und führt teilweise zu einem leichten Kratzen, auch nicht zu einem unangenehmen, also es bricht bei mir quasi die Freude an diesem Liquid nicht ab, sondern ich weiß nicht, also ich kann das, ich finde im Tröpfler, jetzt hier im Loop, kommt das noch geiler als im Emmet, aber im Emmet ziehe ich das auch einfach weg. Also gerade so wer auf Süßes, so Gebäcknote, bisschen Milch, also eine geile Milch steht, der wird hier richtig gut beraten sein, weil bei Milchliquids habt ihr öfters das Problem, dass die so, ja, schon fast vergoren schmecken, so nach vergorenen Joghurt, und das habt ihr hier gar nicht. Also ist schon mega süßes Liquid, aber so abgerundet, ich feiere das mega extrem. Also ich könnte mir auch vorstellen, das hier nochmal zu holen. Ja, in Braunschweig auf der Messe gab es das. Ich habe das jetzt auch bei einigen Online-Shops gesehen. Müsst ihr nur mal wirklich das eingeben, so wie es im Titel steht. Dann werdet ihr das finden. Ich würde sagen, wir haben alles erwähnt zu diesem Liquid. Oder ich in diesem Falle. Ja, preislich bei 20 Euro, wie gesagt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben geben. Sorry, da bin ich wieder. Kommentar unten reinschreiben, falls ihr das auch habt. Oder falls ihr Vergleichbares habt, weil ich finde das so hammergeil, wenn es da irgendwie was Ähnliches gibt, würde ich auch gerne testen und eventuell ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Morgen werden wir euch das, oder ich, das Tropical vorstellen von Packer Juice. Das hat sich immer mit dem abgewechselt, hat zwar nicht so im Tank zusammengepasst, aber das finde ich auch hammergeil, sehr schöne Mango. Das werdet ihr morgen sehen. Ich werde jetzt das Gewinnspiel von der MyBlue heute oder morgen auflösen. Werde ich irgendwie am Ende des Videos machen. Mal sehen. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt wirklich. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.